und friedvolle Zukunft in einem vereinten Europa. Ja, das wünschen wir. Und Marienfeld, 12.06.2011, der Gedenkstein ist eine Stiftung von Dr. Arthur Scheible. Das bin ich. Ja, okay, Scheible. Mein, ja, ja, typischer Name. Das ist damals alles bebaut gewesen. Und das ist ja jetzt gar nicht mehr. Dieses hier. Es war so, gegenüber waren immer Häuser und die sind jetzt ja gar nicht mehr. Die sind ja weg. Zwei. Und die sind noch alle da. So, und jetzt kommt ein Treichelhaus. Also von meinen Onkels schon. Und da habe ich immer gedacht, das ist unser Haus. Ist es aber nicht. Es ist von meinem Onkel. Und das ist der berühmte Bund. Und jetzt gucken wir mal, ob sie den schon repariert. Oh, was gibt's hier? Der ist bestimmt voll. Schmeckt gut. Richtig gut wie aus der Flasche. Ich habe gedacht, dass das mein Häuschen ist, wo ich mir vor 5 Jahren angesehen habe. Aber nun habe ich eine Information bekommen, dass das nicht stimmt. Dass das das Haus von meinem Onkel ist. Sie wollten das ja verkaufen. Also der Draht ist noch dran. So, und gucken wir mal, ob es aufgeht. Hallo. Hallo. Nee, ich bin Treichel hier. Heinrich Treichel. Aber das ist andere Haus. Treichel, dreimal Treichel. Einmal Treichel Eduard, einmal Treichel Gottlieb und einmal Heinrich. Heinrich Treichel, mein Vater, mit Ziegelei da oben und den Brunnen gebaut. Den Brunnen vor 100 Jahren. Und das ist da über, hier über dem Berg. Da. Ja. 1940 mussten wir weg nach Deutschland, Marienfelder. Und jetzt komme ich wieder und will mein Haus gucken. Habe ich das eben in Erinnerung, dass das so breit war und eben nur Sand hier, aber es ist jetzt Beton, wahrscheinlich, und dass das groß war. Und dass hier so eine ganz große Stube war, ganz groß, oder Küche, wie sagt man, wo man gebacken hat, wo man gegessen hat. Und diese Zimmer war ein Zimmer, ich weiß ja nicht, wie es jetzt drin ist.